Hallo liebe Schachfreunde, nach langer Zeit möchte ich mal wieder ein neues Video machen. Und zwar gab es am Sonntag einen Mannschaftskampf in der NRW-Liga und wir sind nach Düsseldorf gefahren. Und dieser Mannschaftskampf war für uns sehr, sehr wichtig. Wir kämpfen ganz klar gegen den Abstieg und wir brauchten unbedingt die 2 Punkte. Und ja, ich hatte mit Schwarz durfte ich gegen einen holländischen Spieler, glaube ich, ran und der Herr Selten, Vorname Jan, ungefähr Elo, ich glaube 2,130 oder so, oder 2,133. Und ja, Partie ging mit E4 los und ich spielte für mich sehr ungewöhnlich C5. Also diejenigen, die mich ganz gut kennen, wissen, dass ich gerne Französisch spiele. Und aber ich bin gerade dabei, wieder meinen Horizont etwas zu erweitern und ja, entschloss mich dann dafür und Springer C6 und jetzt hatte ich geahnt, dass mein Gegner Läufer B5 ziehen wird, weil ich habe Partien von ihm gesehen, dass er nach D6 Läufer B5 spielt, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er nach Springer C6 auch Läufer B5 spielen wird. Und wenn es nicht passiert wäre, okay, dann hätte ich auch noch irgendwas gewusst. Ja. Ja, das ist ein sehr interessantes System, was sehr populär geworden ist in den letzten Jahren. Trägt den Namen Rossolimo. Und wenn man mit Schwarz hier D6 spielt und Läufer B5 Schach spielt, das ist dann das Moskauer System. Und ja. Ja, Läufer B5 im Sizi relativ modern. Wird von sehr vielen Top-Leuten gespielt und war auch im WM-Kampf zwischen Caruana und Carlsen ein ständiges Thema. Und Carlsen spielte dort immer G6, soweit ich mich erinnere. Und ja, das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch wirklich vorbereitet. Und ja, da kannte ich mich jetzt natürlich sehr gut aus. Und mein Gegner spielte an dieser Stelle die sogenannte alte Hauptvariante. Also die moderne Hauptvariante geht heutzutage so, dass man mit Weiß sofort auf C6 nimmt. Ja, aber ich hatte fast damit gerechnet, dass er die sogenannte alte Hauptvariante spielt. Läufer G7. Und die Idee von Weiß ist einfach hier mit C3, D4 ein großes Zentrum zu errichten. Das macht ja auch sehr viel Sinn. So. Man darf das auch nicht, da darf man auch nicht tatenlos zusehen. Also Springer F6. Greift jetzt hier den Bauern auf E4 an und Weiß muss überlegen, ob er ihn decken will oder nicht. Ja. Man kann den Bauern natürlich auch vorstoßen, aber dann kann mein Springer nach D5 und steht da eigentlich ganz in Ordnung. Ein häufiges Motiv ist Springer C7, dass man dann den Läufer attackiert. Ja, der Bauer hängt natürlich jetzt auch nochmal. Ja, also E5 ist jetzt möglich, aber nicht besonders gefährlich. D4 würde den Bauern auf E4 anbieten. Das gibt es wohl auch, aber auch das ist nicht gefährlich. Turm E1 ist mit Abstand der Hauptzug. Macht ja auch sehr viel Sinn, ja. Deckt den E-Bauern und bereitet wieder D4 vor. Okay, kurze Rochade. D4. Ja, und diese Stelle ist ja schon leicht kritisch. Also, wenn man sich damit gar nicht auskennt in der Theorie, dann muss man erstmal die Feinheiten verstehen. Also, die normale menschliche Reaktion wäre, jetzt hier zu nehmen. Problem dabei ist, dass, ja, jetzt muss man was gegen das Zentrum machen, also D5. Und das Problem ist, dass nach E5 Springer E4 Weiß den Zug Springer C3 hat. Und es hat sich gezeigt, dass nach Springer schlägt C3, B schlägt C3, der Anziehende durchaus berechtigte Chancen hat, hier sich leichten Vorteil auszurechnen. Also er hat ein sehr stabiles Zentrum. Der Bau auf C3 ist zwar ein bisschen rückständig, aber da kommt man nicht gut ran mit Schwarz. Und insgesamt hat er durch diese Kette hier deutlich mehr Raum und ja, es hat also da hat sich gezeigt, dass Weiß ganz gut punktet, soweit ich mich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Man kann ja mal kurz in die Datenbank reingucken. Also das sieht insgesamt, naja, gut, normal. Also einen leichten Vorteil kann man sich mit Weiß ausrechnen. Ja, aber das ganze Thema ist natürlich so, dass den Namen alte Hauptvariante trägt es jetzt zu Recht, weil die Schwarzspieler irgendwann erkannt haben, dass sie nach Sittens D4 ja nicht gezwungen sind, sofort auf D4 zu nehmen, sondern man kann auch sofort D5 spielen. Und das ist genauer.
Das habe ich auch gemacht und da habe ich auch gemerkt, mein Gegner fing an nachzudenken. Also da merkte ich schon, aha, der ist jetzt raus aus der Theorie. Und ja, soweit ich weiß, eine der Möglichkeiten, die weiß jetzt ja, das ist wieder E5 und dann nach Springer E4. Ich glaube, hier gab es Läufer schlägt C6, B schlägt C6, sagen wir Springer D2. Ich meine irgendwie C schlägt D, C schlägt D und ich meine, Lela hat jetzt hier den Zug C5 sofort als beste Möglichkeit für Schwarz und ein sehr bequemes Spiel. Auf jeden Fall, das wäre das ungefähr gewesen, was ich so vorhatte. Und ich denke, man steht hier auch schon sehr, sehr bequem. Ja, aber mein Gegner wollte das nicht. Ja, und es gibt auch eine andere sehr beliebte Reaktion hier und das ist Nehmen auf D5. Ja, ja, also das war auch so ungefähr die Stelle, wo ich auch selbst angefangen habe, ein bisschen nachzudenken. Ich kannte die Theorie noch, aber als er so nachdachte, dachte ich so, okay, was ist denn, wenn er denn auf C6 nimmt und dann auf E7? Und das waren so Sachen, die hatte ich in der Vorbereitung jetzt nicht auf dem Brett. Aber ich dachte mir, das wird schon einen logischen Grund geben, warum das nicht so gut ist für Weiß. Und natürlich, also wenn er jetzt hier auf C6 nehmen würde, dann könnte man ganz gut mit der Dame nehmen und auf Turm steht E7, Läufer E6, dann ist der Turm plötzlich in großer Lebensgefahr. Also dieser Zugspringer D5 unter anderem ist jetzt, zeigt schon, dass der Turm sich verrannt hat auf E7. Ne? Aber das hat mein Gegner auch nicht gewollt. Also das hat er nicht gemacht. Er spielte C4 und ja, der Zug ist sehr logisch, greift die Dame an, gewinnt Raum. Aber das hatte ich noch auf dem Brett zu Hause, Dame D6. Ja, und gut. Und normalerweise wäre jetzt D5 angesagt, ja, D5. Und jetzt hat Schwarz hier einen kleinen Trick. Nach Springer D4 sollte Weiß diesen Springer nicht nehmen. Also vor allen Dingen nicht zweimal, weil dann gibt es eine kleine Taktik und ja, für alle diejenigen, die gerne jetzt ein bisschen selbst nachdenken würden, pausiert das Video. Überlegt euch, also am besten schon hier, warum das Weiß nicht nehmen darf. Und ja, also die Antwort lautet Springer G4 und jetzt hängt die Dame und der Bauer hängt hier. Und wenn die Dame sich dazwischen schmeißt, dann ist das kein gutes Ende für Weiß, weil nach neben plötzlich hängt B2 und ja, man gewinnt mit Schwarz die Qualität und Weiß hat zu wenig. Ja, also das ist die taktische Rechtfertigung für Springer D4. Wenn Weiß den Springer aber nicht nimmt, dann droht man aber auch hier zu nehmen und wenn der Läufer zieht, dann hat man, ich meine mich erinnern zu können, dass man sofort B5 hat. Und ja, also das ist schon sehr, sehr bequem für Schwarz. Ja, mein Gegner jedoch zog jetzt Läufer steht C6. So, und das war der erste Moment, wo ich anfangen musste nachzudenken. Ja, und man kann das getrost auch als kritischen Moment sehen. Ich hatte ja eine kleine Kategorie gestartet hier mit kritischen Momenten und das ist auch einer. Es ist zwar nur ein kleiner Moment, aber die Frage lautet, wie nimmt man auf C6? Ja. Durchaus nachdenken und da habe ich mir 10 Minuten Zeit genommen und habe überlegt, was sind die Vor- und Nachteile. Also meine Absicht war relativ schnell schon klar in meinem Kopf. Also ich wollte unbedingt den einen Zug machen. Ich musste mich allerdings überzeugen, dass er gut ist. Und ich habe lange über Dame schlägt C6 nachgedacht. Und ja, also Turm schlägt E7 zum Beispiel, da habe ich Folgendes gesehen. Da wollte ich auf D4 nehmen und jetzt hängt C4 und das sah auch sehr gut aus. Also wenn der jetzt mit der Dame nimmt, dann kann ich Läufer E6 wieder spielen, dann ist der Turm wieder in großen Schwierigkeiten. Und ansonsten, also da kriege ich auf jeden Fall genug Spiel. Aber das Problem war nicht Turm schlägt E7, sondern was mir nicht gut gefiel, war D5. Ich habe das dann so eingeschätzt, dass die Stellung mit Sicherheit spielbar ist für Schwarz, aber es gefiel mir nicht, weil der Bauer hängt jetzt und wenn ich jetzt passiv decke, dann, also ich konnte da keinen Gefallen dran finden und das ist auch so, weil steht hier etwas besser. Wahrscheinlich kann der Springer C3 spielen mit Ideen wie Springer B5 irgendwann.
Und dieser Bauer nervt auch auf D5. Ja, deshalb Dame schlägt C6 dagegen entschieden. Allerdings musste ich mich natürlich mit B schlägt C6 auch richtig anfreunden, weil mein erster Gedanke war, als ich diese Stellung auf dem Brett sah, also im Geiste, dass jetzt hier D schlägt C5 kommen könnte. Und dann habe ich überlegt, Damentausch oder nicht Damentausch? Ja, das ist hier die Frage. Und nach Dame schlägt C5 gefiel mir für Schwarz nicht Dame D4. Aber auch selbst das wäre okay, aber es hat mir nicht gut gefallen, weil man darf jetzt die Gefahr nicht unterschätzen. Man hat hier natürlich die schlechtere Struktur. Und da muss man natürlich gucken, dass das sich nicht negativ auswirkt. Aber dann habe ich ja gesehen, dass ich ja nicht auf C5 nehmen muss, sondern sehr aktiv Dame schlägt D1 spielen kann. Und so kam es auch nach Turm schlägt D1. Und jetzt ganz wichtig, logischerweise, ja, Springer E4. So, und ja, also gerade der Läufer auf G7 ist jetzt ein Monster. Und Strahl nach B2. Die weißen Figuren sind nicht gut entwickelt am Damenflügel. C5 hängt, den kann Weiß schon nicht wirklich gut decken. Also eigentlich gar nicht. Ja, und ganz wichtig, auch das musste man vorher sehen. Also Weiß hätte jetzt vielleicht auf die Idee kommen können, Springer D4. Um halt zu sagen, ja, ich schließe die Diagonale und gleichzeitig greife ich C6 an, aber das scheitert an einer ungedeckten Figur, und zwar der Figur auf D1. Und nach Turm D8 kann Weiß einpacken. Ja, nach Turm D8 droht E5 und Ende. Deshalb auch das eine Kleinigkeit, die man vorsehen sollte, die einen davon überzeugt, dass die Variante richtig ist. So, ja, nach Springer E4 steht Weiß schon recht schwierig. Und mein Gegner zog jetzt hier Turm E1. Das hatte ich auch gesehen vorher. Dachte mir, ist in Ordnung. Und Springer schlägt C5. Ja, selbst jetzt, wenn er jetzt auf E7 nimmt, dann Läufer E6 und der Turm ist in ganz großer Gefahr, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass C4 hängt und auch kaum gedeckt werden kann. Und ja, in der Partie dachte ich, Springer E5 geht auch gar nicht. Weil, wenn ich jetzt nehme Springer D3, dann dachte ich, ja, das gewinnt ja. Tatsächlich noch nicht so schlimm für Weiß. Wenn er jetzt die Ausrede Turm E3 sieht, dann Springer schlägt C1, Springer C3 und mein Springer kommt nicht mehr raus. Aber er kann auch einen Bauern mitnehmen, ja, auf A2. Und tatsächlich stehe ich hier auch besser. Ja. Aber es ist noch nicht so viel. Also ich weiß gar nicht, muss ich Turm D8 spielen? Ich könnte bestimmt auch Läufer E6 spielen. Ja, lustigerweise Weiß, das wäre vielleicht noch mit einer der besten Varianten für Weiß, weil er noch relativ aktive Figuren hätte und ich hab auch einige Schwächen. Ja, also ich denke, nach Turm D8 den Bauern zurückzugeben, ist wahrscheinlich die beste Form, und nach Läufer E6 steht man vermutlich einen Tacken besser mit Schwarz. Leider nur einen Tacken, aber ja, das muss Weiß erstmal am Brett finden, dass Springer E5 möglich ist. Ja. Okay, also nach Springer schlägt C5, Springer C3. Na, Springer D3, das ist ein Monster. Der Läufer ist wirklich das Problem. Die ganze Diagonale ist weiterhin ein Problem. Turm schlägt E7. Ja, die Variante hatte ich jetzt vorher auch berechnet, und bin sehr glücklich, dass der Computer mir komplett recht gibt. Nach Läufer E6 entwickelt den Läufer, greift den Bauern an, sperrt den Turm ein. Ja, es droht vielleicht, wenn ich dran bin, droht vielleicht sogar Turm FC8. Angriff auf den Turm, sagen wir mal mit Läufer F6 oder so oder Läufer F8.
Und dann, wenn der Turm nach B7 geht, dann hätte ich vielleicht so einen Zug wie Springer C5. Also der Turm läuft große Gefahr, dass er auch einfach weg ist hier. Also von daher, Turm C7. So, das habe ich auch irgendwie gesehen vorher. Dann habe ich gedacht, ah ja, dann spiele ich Turm FC8. Und dann tauschen sich die Türme ab. Und die aktivste Figur von Weiß ist weg. Und diese Stellung habe ich versucht vorher noch so genau wie möglich einzuschätzen. Mir war aber relativ schnell klar, dass das Weiß hier enorm schwierig steht. Ja, also wenn euch mein Kanal gefällt oder das Video, ich würde mich echt drüber freuen, wenn ihr liken würdet oder mich abonnieren möchtet. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Also ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus für die Unterstützung. Ja, gucken wir weiter. Also zum Beispiel, wenn Weiß jetzt hier passiv verteidigt, das funktioniert nicht. Das hatte ich auch noch vorher berechnet. Ich fand die Variante ganz hübsch. Nach Springer D2, Turm B8. Alle Figuren von Schwarz sind im Angriff. Und wenn Weiß jetzt Turm B1 spielt, dann funktioniert das nicht. Wegen Läufer schlägt C3. B schlägt C3. Turm schlägt B1. Springer schlägt Springer C1. Und auf einmal ist die Figur weg. Ja, das hat mein Gegner natürlich auch gesehen. Ist ja auch kein schlechter. Nach Springer D2, das hat er nicht gemacht, sondern er hat jetzt versucht, ja, die aktivste Lösung zu finden für sich. Und also den Bauern kriege ich auf jeden Fall wieder und habe das Läuferpaar und aktivere Figuren. Und die Frage ist natürlich für Weiß wirklich, ja, welche Lösung ist so die erträglichste? Und er hat Läufer E3 gemacht. So, und Läufer E3 gestattet jetzt natürlich Springer schlägt B2. Jetzt hängt der Springer. Der Bauer hängt auch. Turm C1. Und ich habe mich jetzt dagegen entschieden, auf C4 zu schlagen, sondern mir gefiel jetzt hier Springer D3 sehr gut. Und nach Turm C2 Springer B4. Also ich aktiviere den Springer wieder auf ein besseres Feld. Ich könnte jetzt Remis machen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wer hier Remis machen möchte, freiwillig, aber sehr ängstliche Gemüter vielleicht. Aber es gibt hier keinen Grund vor, irgendetwas Angst zu haben. Ich habe tatsächlich hier nochmal etwas länger nachgedacht, ob ich denn jetzt hier auf C4 nehme oder irgendwas Besseres habe. Und dann habe ich mich ungefähr, glaube ich, auch wieder nach gefühlt 10 Minuten, habe ich mich ermahnt und gesagt, ach du überlegst ja häufig was Kompliziertes und das geht dann auch kompliziert in die Hose manchmal. Versuche einfach die klarste, einfachste Lösung zu wählen. Und da habe ich mich auch für entschieden, dann Läufer schlägt C4. Das gewinnt letzten Endes einfach einen Bauern. Und ja, dann stellt sich nur noch eine Frage. Und zwar in diesem Endspiel, Läufer D4 zog mein Gegner. So, und ja, das Endspiel ist ganz witzig. Ich habe einen klaren Mehrbauern, aber technisch ist jetzt die Frage, wo muss man denn jetzt noch aufpassen? Und mir war relativ schnell klar, mein Gegner möchte logischerweise mit Läufer D4 die Läufer tauschen. Und seine Hoffnung ist dann, dass er mit Springer und Turm vermutlich eine Blockade errichtet. Also sagen wir mal, ich nehme jetzt hier, sagen wir mal, ich decke den Bauern auf C6, also zum Beispiel so. Oder ich spiele den Bauern nach vorne, das geht natürlich auch. Und jetzt geht er hier hin und ja, man sieht hier schon, Weiß hat hier die Blockade auf C1 und C3 und die müsste ich erst durchbrechen irgendwann. Und die Frage ist wirklich, ist das möglich? Ist das gewonnen? Ist das nicht gewonnen? Gar nicht so einfach. Und ja, mir gefiel das nicht. Ich wollte ihm nicht diese zähe Geschichte geben, sondern nach reiflicher Überlegung fand ich hier den hübschen Zug F6. Und ich mag ihn sehr. Vermeidet erstmal den Läufertausch und behält die Läufer auf dem Brett. Und ja, Weiß fiel jetzt nichts Besseres ein als König F1. So, und jetzt hier. Auch hier wieder die nächste Frage. Ja? König aktivieren sofort oder etwas anderes? Und ja, ich entschied mich hier für Läufer D5. Einfach mit der Begründung, dass ich
einen Tempoangriff mit dem Turm auf meinen Läufer nicht mehr haben wollte. Und Läufer D5 droht auch positionell, einfach sofort hier Läufer schlägt F3. Und ja, der Springer musste ziehen. Jetzt König F7. Springer D3. Wahrscheinlich machte sich mein Gegner hier noch relativ große Hoffnungen, dass er jetzt hier das Feld C5 gut unter Kontrolle hat. Aber ich glaube, mit meinem nächsten Zug kam man nicht so gut klar und die Partie ist tatsächlich in zwei Zügen vorbei. Sehr erstaunlich eigentlich, aber ja, also jetzt kam Läufer H6 und der Zug ist ja, erstaunlich giftig für Weiß. Denn das erste ist, der Turm darf die C-Linie nicht verlassen. Also wenn der Turm jetzt hier, sagen wir mal, auf die A-Linie geht, dann ist plötzlich diese Fesselung Läufer C4 richtig, richtig gemein. Und ja, Läufer C4 und König E2 und jetzt geht plötzlich Turm D8 und ist alles vorbei. Diese beiden Figuren, wenn wir auch gleich im nächsten Zug sehen, stehen sehr ungünstig. Ja, also ich hatte jetzt noch damit gerechnet, dass mein Gegner Läufer E3 macht. Also auch hier wieder sagt, okay, ich biete den Läufertausch an. Das fand ich mit am zähesten. Aber nach nimmt und jetzt zum Beispiel F5 hat Weiß eine zusätzliche Schwäche. Und nicht nur das, ich habe vielleicht sogar noch eine zusätzliche Schwäche, also die zweite Reihe. Ich könnte eventuell versuchen, hier auch mal auf die zweite Reihe zu kommen mit dem Turm. Mein König kann sich zu seinem eigenen Bauern bewegen und ja, das ist ein gigantischer Unterschied zu der Stellung von vorhin, wo Weiß versucht, die Blockade zu errichten. Ja, jetzt gibt es noch zusätzliche Geschichten und ich denke, dadurch wird es eine klare Gewinnstellung. Ja, also Läufer E3 wäre aber vielleicht das zäheste gewesen, aber stattdessen zog er jetzt hier F4. Und meine ursprüngliche Idee war eigentlich Läufer E4 an dieser Stelle. Und dann dachte ich mir, okay, was hat er sich bei F4 gedacht? Ja, und dann denke ich so, okay, Läufer E4, ja, Springer F2. Und dann meine ursprüngliche Idee war, Läufer schlägt F4. Und dann habe ich gesehen, ah, er kann Springer schlägt E4 spielen und wenn ich auf C1 nehme, hat er hier eine Gabel. Okay, dachte ich, okay, also klar, Läufer E4 ist es vielleicht nicht. So, jetzt vielleicht noch für euch die letzte Aufgabe, sozusagen. Wie gewinnt Schwarz jetzt hier? Und gewinnt ist vielleicht ein bisschen hart, aber man gewinnt, soweit ich jetzt alles richtig im Blick habe, gewinnt man weiteres Material. Und ja, genau, die Antwort lautet Turm D8. Ein sehr schöner Zug, wie ich fand. Und als ich den Zug dann erstmal in Betracht gezogen hatte, dachte ich mir, oh, was macht Weiß denn jetzt überhaupt noch hier? Es droht wirklich extrem fies. Läufer schlägt G2. Ob mit oder ohne Schach ist fast egal. Die beiden Figuren auf der D-Linie sind nicht gedeckt. Der Springer deckt F4, das heißt, er kann auch nicht gut ziehen, ohne dass F4 fällt. Ja. Also die ganzen weißen Figuren sind irgendwie in ganz komischen Abhängigkeiten und ja, er kann eigentlich nichts Großartiges mehr ziehen. Ja, nach Läufer B6 zum Beispiel wollte ich auf G2 schlagen und wenn er den hier nimmt, dann wollte ich hier nehmen. Und wenn er das hier macht, Läufer schlägt F4, dann habe ich gesehen, ah, wunderschön, der Läufer deckt C7 und ich habe hier zwei klare Mehrbauern, das sollte locker reichen. Das war eine Variante, die ich so berechnet hatte. Und ja, mein Gegner sinnierte dann nochmal 5 Minuten und gab dann auf. Ja, also ich hatte an dieser Partie sehr viel Freude. Ist keine hochgradig komplizierte Ding, keine Stellung, also keine Partie, so die hochgradig kompliziert ist, aber ich fand sie recht hübsch. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.